Wir haben uns das so vorgestellt, wir wollen erstmal ein bisschen was über Kanban direkt erzählen, was es ist, was die Vorteile, was die Nachteile sind. Dann will Birgit ein bisschen was erklären zu dem Thema, was ist eigentlich neu in der 21.1? Das heißt, wo stehen wir aktuell mit unserem Stand? Wohin soll es gehen? Wann kommt die neue Version in eGroupware? Das ist dann halt so der Ausblick. Ach, da ist die Birgit. Sehr schön, sie ist da, habe gerade von ihr gesprochen, dass du anfängst, ein bisschen was zu erklären zu dem Thema 21.1. Dann machen wir den Teil vom Stefan Unverricht, der ein bisschen erklärt, was wir mit Kanban machen können, was die Vor- und die Nachteile sind, wie es in der Industrie eingesetzt wird. Und danach wird Birgit im Live zeigen, was sie damit in eGroupware machen können, wie das integriert ist in die aktuelle eGroupware Version 20.1. Und was die Vorteile sind mit ganz klaren Praxisbeispielen, die wir für Sie auch erstellt haben, dass Sie sich hineinversetzen können und sehen, okay, wie kann das Ganze jetzt funktionieren? Ich übergebe jetzt mal mit an Birgit, die uns ein bisschen was über die 20.1 erklärt und im Ablauf. Hallo Birgit. Danke, Stefan. Ja, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Sorry, dass ich mich 2 Minuten verspätet habe, aber wie immer im Leben, der Laptop, an dem ich es eigentlich machen wollte, hatte plötzlich keine Internetverbindung mehr und ich bin dann doch schnell nochmal umgezogen. Ja, eGroupware 21.1 ist auf einem guten Weg. Wir haben die ersten Kunden im Hosting schon drauf, die ersten Kunden in der Eigeninstallation oder die ersten Pakete in der Eigeninstallation sind auch raus. Von daher, ich denke mal, man kann es schon sehr gut benutzen. Wir selber nutzen es seit einigen Wochen produktiv, sowohl mit unserer eigenen Instanz als auch mit dem Support Center. Und ich freue mich einfach auf die neue Version, auf die Funktionalitäten, die wir mit der neuen Version allen zur Verfügung stellen. Und bin dann einfach mal gespannt, was für Feedback auch von allen Seiten kommen, die eGroupware an der Stelle nutzen. Vielleicht nochmal ganz kurz in die Frage, wer von den Teilnehmern benutzt schon Kanban oder für wen ist das jetzt ganze Thema jetzt neu? Vielleicht mal ganz kurz in N für neu und für die, die sagen, sie kennen das schon, mal kurzes A, okay, das heißt, okay, super, für viele neu, das heißt, wir können mal ein bisschen allgemein weiter ausholen, sehr gut, sehr gut. Birgit, gibt es noch was Neues zur 20.1? Ja, also wir haben ja, vielleicht kann man das an der Stelle auch noch erwähnen, neben dem Webinar heute werden wir am Dienstag das nächste Webinar halten zu den Themen von Smallpart. Wir haben ja auch in dem videogestützten Lernen weitergearbeitet und dort ist es so, dass wir jetzt auch videogestützte Tests und Prüfungen unterstützen können, sodass ich ein Video abspielen kann und parallel Multiple- oder Single-Choice-Fragen oder auch offene Fragen und die werden dann automatisch ausgewertet. Das heißt, das ist eine schöne Erneuerung, die auch an der Uni dann für Prüfungen und ähnliche Dinge eingesetzt werden kann und ich hoffe natürlich auch genauso dann bei den Kunden Einzug findet. Und wir werden dann am Donnerstag nach Ostern uns nochmal zu dem Thema Telefonieintegration mit Playstyle beschäftigen. Auch da werden wir dann einfach die Dinge zeigen, die wir jetzt mit Telefonie machen können. Der CRM-Ansicht, die sich automatisch öffnet. Ich bekomme im Kalender meine Anrufe angezeigt. Ich kann eine Anrufliste, ich kann Anrufbeantworter direkt abhören. All die Dinge und natürlich ist auch an der Stelle einfach einiges weiter geplant und da sind wir dann natürlich auch immer interessiert an dem Feedback der Kunden, die auch eigene Telefonanlagen einsetzen und vielleicht das auch nutzen wollen oder auch überlegen, auf Playstyle zu wechseln. Wir werden auch bei dem Webinar jemand von Playstyle dabei haben, wenn Fragen sind, gerade für größere Sachen, wie sieht das aus mit Callcenter und Ähnlichem, auch das ist natürlich bei Playstyle möglich und das ist aber überhaupt nicht unsere Spezialität. Von daher haben wir da jemand an der Hand, der im Zweifelsfall solche Fragen dann auch beantworten kann. Wir werden natürlich auch kurz auf die anderen Funktionalitäten einfach noch eingehen. Auch wenn Fragen sind, kann man die natürlich uns gerne stellen und wir können sie in jedem von den Webinaren beantworten. Wir haben einiges getan, was das Sharing angeht. In der eGroupware gerade so Sharing zwischen einzelnen Benutzern, dass ich mir die einfach in die eGroupware reinmounten kann und sehe dann meine Shares mit den Dingen, die ich von dem Kollegen oder aus der Gruppe heraus weitergeshared habe unter meinen Shares und habe sie dann gut im Blick.
Wir haben den Dark Sea Mode. Wir werden noch eine neue Login-Seite bekommen, wie immer. Wir haben das Logo angepasst, sieht man ja auch schön auf unserer Begrüßungsfolie, die Webseite neu gemacht. Also es sind viele Dinge über Winter passiert und ich freue mich einfach, das dann im weiteren Verlauf auch mit allen direkt ansprechen zu können. Das ist schön, das freut mich. Und ich will sagen, lass uns direkt starten mit Kanban, dass die Leute direkt verstehen, um was es eigentlich genau geht. Und ich würde an Stefan Unverricht übergeben, dass er ein bisschen was zu Kanban sagt. Hallo Stefan. Hallo Stefan, danke dir. Ja, ich habe ein paar Folien vorbereitet, um ein bisschen was über Kanban zu erzählen und schon mal einen Einblick, ich sag mal, die theoretischen Grundlagen für die Implementation in eGroupware ja, aufzuzählen in der Hauptsache. Ich sag mal, die Folien stellen wir sowieso hinterher zur Verfügung. Das kann man in Ruhe nochmal durchgehen. Also ich sag mal, das muss man jetzt nicht alles wirklich behalten. Das ist so ein bisschen das Hintergrundwissen für das, was die Birgit nachher live am System zeigt. Einen weiterschalten. So. Ja, wie gesagt, ich erzähle kurz was über, was ist Kanban, wo kommt es her und so ein bisschen auch über die Begriffe von Kanban, wie Kanban in eGroupware ausgeführt ist und auch schon mal so ein bisschen Ideen, was wir machen können mit Kanban nach der Veröffentlichung der 21.1. Weil, wie immer, das ist ja nicht in Stein gemeißelt und wir verarbeiten da Feedback auch von den Kunden, von den Anwendern und werden auch nach der Veröffentlichung der 21.1 natürlich auch dieses Modul weiterentwickeln. Kanban selber ist eine Methode, eine zur Prozess- oder Produktionsprozesssteuerung. Es haben mal wieder die Japaner erfunden bei Toyota. Die haben sich gerade in den 70er Jahren sehr viel über Methodik Gedanken gemacht, um ich sag mal die Produktionsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit, vor allen Dingen aber auch, ich sag mal, was man so an Material auf Lager liegen hat oder Materialengpässe zu vermeiden, haben die sich eine Methodik überlegt, das ist letztendlich Kanban, kommt also aus der Automobilindustrie. Kanban selber, da gibt es so verschiedene Übersetzungen von, ich habe jetzt diese gewählt, dass das die Silben Kan und Ban sind, was auf Deutsch so ungefähr Signalkarte bedeutet, weil letztendlich in den 70er Jahren hat man eine Karte gehabt, eine Pappe, wo letztendlich drauf stand, bestell neues Material. Und die Pappe, die hing schlichtweg an einem Behälter oder lag unten im Behälter drin. Und wenn man die letzten Teile rausnimmt, dann kann man auch die Karte rausnehmen, steckt die irgendwo rein und irgendjemand kümmert sich darum, dass Nachschub kommt. Also letztendlich war das immer eine Methode, wo man einfach nur eine Information austauscht, indem man eine Karte weiterträgt. Im Ergebnis ist das eine Pull-Methode. Das heißt also, man zieht sich Nachschub, wenn man es braucht. Ja. Und lässt das nicht einfach kommen, ob man es braucht oder nicht, sondern man fordert es an, wenn es benötigt wird. Ja. Kanban übertragen jetzt auf die Softwareentwicklung. Es ist in der Softwareentwicklung ja schon länger so, dass Methoden angewendet werden. Heute spricht man viel oder seit Jahren schon von agilen Methoden, die letztendlich dafür sorgen, dass man flexibel ist, keinen Leerlauf hat, dass man auf der anderen Seite keine Ressourcen, also sprich Programmierer und Projektleute überlastet. Deswegen ist Kanban selber auch eine ganz gute Methodik für die Softwareentwicklung. Wichtig dabei ist aber auch, muss man immer bedenken, auch in der Softwareentwicklung, man arbeitet dort immer kleinteilig, also mit kleinen Schritten, kleinen Aufgaben und das möglichst dynamisch. So machen wir das letztendlich in der Softwareentwicklung genauso. Und wir setzen bei eGroupware zum Teil auch Kanban-Boards mittlerweile ein, um bestimmte Dinge für uns zu visualisieren, was wir auch in der Entwicklung machen. Weitergehend kann man jetzt aber auch sagen, dass Kanban im Prinzip für alle und für alles taucht, wo man kleinteilige Aufgaben in einem Projekt zum Beispiel verwalten will, wo man ein Team, auch ein verteiltes Team, ist ja egal, wo sie sind, Arbeiten aufteilt und die Kollegen wissen, was hat der andere fertig gemacht. So kann man dann also mit den Kanban-Methoden Strukturen, Übersicht gewinnen. Und da ist es eigentlich vollkommen egal, was für ein Projekt man hat. Also das kann jetzt, ich sag mal, die Hausrenovierung genauso sein wie ein Vertriebsprozess. Kommen wir gleich nochmal zu, was man damit alles machen kann.
Wichtig ist aber auch, Kanban ist ein agiler Prozess und da gibt es im Regelfall nicht wirklich einen Endtermin. Also Dinge, die rückwärts terminiert werden auf einen Endtermin, lassen sich mit Kanban erstmal schlecht darstellen. Wir versuchen das natürlich im Zusammenspiel mit dem Projektmanagement-Modul in eGroupware zu lösen, weil man da letztendlich auch bessere Zeitabläufe sieht und auch durchaus auf Termine kalkulieren kann. Aber Kanban selber ist eigentlich nicht dazu gedacht, irgendwelche Zieltermine zu steuern oder zu erfüllen, ja, weil man dort immer von einem agilen Prozess, von einem fließenden Prozess ausgeht, der im Prinzip auch nie ein Ende hat. Denken Sie an die Softwareentwicklung, eGroupware hat auch nie ein Ende, es ist ein ständiger Fluss und dafür ist Kanban eben auch ausgelegt. Kanban selber hat als Methode natürlich auch Grenzen und zwar sind die da ganz schnell erreicht, wenn man letztendlich zu viele Aufgaben hat, die man da verwalten will oder muss. Ich sage mal, wenn ich ein Team von 3 Leuten habe und ich habe 300 Aufgaben da irgendwo rumliegen, die irgendwie alle mal gemacht werden müssen, da brauche ich kein Kanban-Board für, da brauche ich letztendlich mehr Personal, wo ich das aufteilen kann, ja. Also auch die Menge der Informationen und die Menge der Aufgaben, die Menge der Tickets, die müssen auch irgendwo überschaubar sein. Auch wenn man vorne einen relativ großen Pool haben kann mit Aufgaben, die noch nicht angefangen worden sind. Aber ich sag mal, letztendlich muss ich es übersichtlich halten. Und ganz wichtig, ich sag mal, wenn wir das elektronisch an einem Bildschirm machen, so ein Bildschirm ist auch nicht unendlich groß und da ist irgendwann mal Ende mit dem Platz. Wir versuchen das in eGroupware selber in dem Modul mit ein paar Tricks so ein bisschen aufzuweiten, aber ich sag mal, irgendwann ist halt Schluss am Bildschirm. Also man kann fast alles damit machen, aber wenn es zu groß, zu viel vor allen Dingen wird, zu viel Aufgaben, dann ist irgendwann Schluss mit Kanban. Kurz mal zu den Begrifflichkeiten. Wir haben ja gerade gesehen, Stefan hat ja gefragt, für viele ist es neu Kanban. Deswegen mal wenigstens 4 Begriffe kurz erklärt. Also erstmal reden wir von einem Kanban-Board. Das ist wie eine Tafel an einer Wand oder eben elektronisch in eGroupware das Modul selber. Auf dem werden eben Aufgaben oder Tickets angebracht. Auf einem echten Board heftet man die an, macht die mit Magneten fest. Das ist ein Board. Und dieses Board selber ist wiederum aufgeteilt in Spalten. Jede Spalte hat da ihren Titel und stellt im Regelfall den Status einer Aufgabe dar in der Spalte, wo sie gerade liegt. Eine Karte selber ist eine Karte oder ein Zettel, den man dranhängt. Und eine Karte ist eben eine Aufgabe oder ein Kontakt oder ein Ticket. Und dann kann man auch noch ein Board horizontal unterteilen in sogenannte Schwimmbahnen oder auf Englisch Swimlane. Ich habe hier beides hingeschrieben, weil ich habe mal geschaut, also in Deutschland wird beides verwendet. Das Ganze sieht in Natura so aus. Ich habe ja gesagt, letztendlich ist es eine Tafel, da kann man sich das draufmalen. Es gibt natürlich auch fertige Tafeln dafür. Und da habe ich, das ist das Board, ich habe meine Spalten und da habe ich meine Aufgaben und da kann ich meine Aufgaben immer einen weiterschieben, je nachdem, wo es ist. Und irgendwann landen die hinten bei erledigt. Das Ganze umgesetzt in Elektronik. Ist jetzt vielleicht ein bisschen klein hier auf der Ansicht, aber man kann es schon erkennen. Ich habe das Board, ich habe meine Spalten und man sieht hier auch horizontal 2 Ebenen. Das ist einmal dieser Support und einmal Support regelmäßig. Unten die blaue Leiste. Das sind 2 Swimlanes. Ja. Ein paar Fakten dazu, zu unserer Implementierung. Also Kanban selber ist ein weiteres Modul in eGroupware. Dieses Modul selber, das Kanban-Board, kann Objekte aus eGroupware aufnehmen, also Aufgaben, also sprich alle Infolog-Dinge, die ich da reinmachen kann, muss ja jetzt nicht die Aufgabe sein, kann auch die Notiz sein oder eigene Infolog-Typen, dann Kontakte, Tickets und einige andere Objekte aus eGroupware, wo das Sinn macht.
Wenn ich es gerade ergänzen darf, was man auch machen kann im Prinzip, man kann selber ein Kanban-Board, was aus Kanban-Boards besteht. Also wenn ich jetzt so ein bisschen weiter in die Tiefe gehen will, kann ich mir natürlich auch da auf oberster Ebene ein Kanban-Board anlegen und da drin meine verschiedenen Kanban-Boards verwalten, auf die ich dann wieder draufklicke und entsprechend in dem jeweilig einzelnen Board drin bin. Auch das ist durchaus möglich. Das ist dann die Stelle, wo ich dann die ganz vielen Aufgaben habe und das irgendwie aufteilen muss. Ja, auch das wäre dann ein Trick, um irgendwie in so einem Board möglichst so wenig Sachen reinzubekommen, dass ich überhaupt noch einen Überblick gewinnen kann. So, dem Board können Schwimmbahnen hinzugefügt werden, um die Themen weiter zu unterteilen oder zu strukturieren. Das haben wir gerade im Bild schon gesehen. Birgit zeigt das nochmal nachher ein bisschen live. Ganz wichtig bei unserem Kanban-Board, ich habe zwei Automatisierungsmöglichkeiten. Zum einen kann ich automatisieren, welche Karten auf das Kanban-Board automatisiert übernommen werden. Das heißt also, Kanban überwacht zum Beispiel ein Ticketsystem, eine Queue, und sobald da ein Ticket reinkommt, wird das automatisiert einem Board hinzugefügt. Die andere Automatisierung ist, wenn ich eine Karte auf dem Kanban-Board verschiebe, also von einer Spalte in die nächste Spalte zum Beispiel verschiebe, dann kann ich an dieses Verschieben bzw. das Reinschieben in die zweite Spalte Aktionen auslösen lassen. Das heißt also zum Beispiel schiebe ich das in die Spalte, weil ich etwas fertig habe und das muss fakturiert werden an den Kunden, kann ich dort automatisiert zum Beispiel die Kollegin oder den Kollegen als Aufgabenträger hinzufügen, der das zum Beispiel fakturieren muss. Ja, also man hat an zwei Stellen umfangreiche Automatisierungsmöglichkeiten. Und das ist das Hochinteressante an dieser Geschichte jetzt hier. Wir haben ja sonst in eGroupware wenig Automatisierung drin, aber hier können wir richtig auch Automatisierung reinbringen, dass Aktionen automatisch passieren. Die Boards, die Spalten, die Schwimmbahnen, die Anzahl, Farben, Bezeichnungen und Namen und so weiter, die sind ja frei einstellbar. Das heißt, ich lege mir diese Boards selber frei an und zwar so viele Boards, wie ich letztendlich haben möchte. Ja, also wir haben grundsätzlich ein bisschen auch Struktur eingebaut, weil wir gesagt haben, mehr als 10 Spalten kann man sich sowieso nicht anzeigen lassen. Das ist momentan eine Begrenzung. Natürlich kann man in dem Zuge, wenn wir an weitere Entwicklungen denken, auch die Anzahl erhöhen und was schaffen, mit dem man dann im Zweifelsfall Spalten und auch Swimlanes ein- und ausblenden kann. Das ist aber jetzt schon ein Stück weit vorgegriffen. Aber momentan, es gibt tatsächlich auch Restriktionen, was die Anzahl angeht. Ja, soweit zum Frei, aber ich denke mal, das sollte für jeden auch erstmal jetzt reichen. Aber wie gesagt, Farben, Bezeichnungen, die Namen und so weiter kann man dann eben sich entsprechend einstellen. Die eGroupware-Anwendungen, die letztendlich in einem Board verwendet werden können, die kann ich noch reglementieren, beziehungsweise die muss ich überhaupt erstmal einschalten. Und die Zugriffsberechtigung für ein Board natürlich auch. Das heißt also ganz klassisch, wie in eGroupware sonst auch, grundsätzlich haben Mitarbeiter überhaupt erstmal die Berechtigung oder eben auch nicht, auf das Kanban-Board zuzugreifen und die einzelnen oder das Kanban-Modul und die einzelnen Kanban-Boards bekommen dann auch Zugriffsberechtigungen. Das heißt also, dass Mitarbeiter nur bestimmte Boards zum Beispiel sehen natürlich. Ja. Dann, wenn ich dort Berechtigungen, kann ich auch noch für Schwimmbahnen selber eingeben. Das heißt also, innerhalb eines Boards heißt das nicht, dass ein Mitarbeiter zum Beispiel auch die zweite Schwimmbahn unbedingt sieht. Die Karten selber auf dem Board selber, die nehme ich mit der Maus und ziehe die per Drag and Drop zwischen den Spalten oder den Schwimmbahnen hin und her. Begriffe wie zum Beispiel Schwimmbahn. Ich habe vorhin gesagt, Schwimmbahn, Swimlane, wird beides verwendet, je nachdem, bei welcher Firma man ist. Ich habe es jetzt im Standard im Deutschen mal auf Schwimmbahn übersetzt. Es wird auch so ausgeliefert. Wenn aber von Ihnen jetzt zum Beispiel jemand im Unternehmen Swimlane sagt, man kann das natürlich unter Admin eigene Übersetzungen wieder anpassen. Ja, dann kann man sich das im Prinzip wieder zurückdrehen auf einen eigenen Begriff. Ich weiß nicht, denke mal, der ein oder andere oder hoffentlich die meisten wissen, dass man in eGroupware im Administrationsbereich Begriffe anpassen kann, die in eGroupware übersetzt werden ins Deutsche, wo man dann zum Beispiel eben diese Begriffe anpassen kann an den eigenen Sprachgebrauch im Unternehmen. Deswegen bitte nicht wundern, der ein oder andere findet Schwimmbahn ein bisschen komisch, kennt das nur unter Swimlane.
kann man einrichten, wie man es braucht. Gerade schon erwähnt, Zugriffsberechtigung für das Modul Kanban selber über die Zugriffsrechte, über die Ausführungsrechte von den Modulen, ganz klassisch. In den Objekten, zum Beispiel in den Tickets, in den Aufgaben und so weiter, wenn ich dort ein Objekt in dem Kanban-Board zugeordnet habe, in einem Kanban-Board, dann finde ich in diesem Objekt auch, wenn ich ganz klassisch zum Beispiel über das Infolog drauf zugehe, eine Verknüpfung unter den Verknüpfungen. Wie man auch sonst Dokumente oder andere Dinge untereinander verknüpft, finde ich, wird die Verknüpfung auf das Kanban-Board. Man sieht also an den Objekten auch, das hat Verwendung in einem Kanban-Board. Eine wichtige Sache ist, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Aufgabe hat, ein Infolog, er ist Besitzer, dann kann den normalerweise ja niemand anders lesen, es sei denn, er hat wirklich entsprechende Lese- oder vielleicht sogar Bearbeitungsrechte bei dieser Person. Das können wir natürlich auf dem Board erstmal überhaupt nicht gebrauchen, wenn da mehrere Leute auf dem Kanban-Board arbeiten und da schiebt irgendjemand Aufgaben rein, wo er Besitzer ist, dann können die anderen das nicht lesen. Das haben wir jetzt an der Stelle so gelöst, dass wenn man über das Kanban-Modul kommt und da draufklickt, dann hat man Leseberechtigung auf das Objekt. Auch wenn man nicht Besitzer ist und nicht Aufgabenträger und auch keine Freigabe von dem Besitzer hat, ich kann trotzdem diese Aufgabe lesen. Wenn ich die jetzt auch noch bearbeiten möchte, dann brauche ich natürlich erst wieder eine Delegation der Aufgabe zu mir oder ich muss Besitzer sein, zum Beispiel auch über eine Gruppe Besitzer sein. Das heißt also, wer über das Kanban-Board kommt, kann auch Dinge lesen, die er normalerweise nicht lesen kann, aber die irgendjemand da reingeschoben hat, damit die anderen das lesen können. Ja, und die Bearbeitung kann man auch setzen, wenn man keine Bearbeitungsrechte hat. Sprich, ich kann an der Stelle, wenn ich zum Beispiel auf einer Spalte definiert habe, dass derjenige, der sich die Aufgabe an sich zieht, wird verantwortlich, dann wird er eingetragen und man hat dann auch volles Bearbeitungsrecht. Das heißt, ich kann es da an der Stelle wirklich so automatisieren und auch von den Rechten her so setzen, dass ich keinen großen Aufwand damit habe, sondern mir das einfach so im Vorfeld überlegt habe, wie ich es brauchen kann, wie es für meine Situation passt. Und dann dementsprechend habe ich alle Möglichkeiten, die Sachen auch zu bearbeiten. Genau. Also wie gesagt, das bisherige Rechtesystem in eGroupware stört halt an solchen Stellen und dementsprechend haben wir das so gestaltet. Wir haben ja mit der letzten Version Push eingeführt und das kommt uns natürlich jetzt auch in Kanban sehr zugute. Das heißt also, wenn mehrere Leute in verteilten Standorten oder im Homeoffice zum Beispiel ein Kanban-Board aufhaben, machen eine Videokonferenz, die gucken auf das Kanban-Board, der eine verschiebt die Karte und dann verschiebt die sich bei dem anderen auch augenblicklich. Das kommt dann dank Push. Das Kanban-Board selber kann im Prinzip ja auch parallel zu allen anderen Modulen eingesetzt werden. Wenn ich meine Aufgaben sonst im Infolog verwalte, kann ich da auch nach wie vor noch mitarbeiten. Wir stellen ja auch wirklich nur Objekte dar, die wir in eGroupware schon haben. Im Grunde gibt es keine eigenen Objekte in dem Kanban-Board, außer Kanban-Boards selber. Ich kann also im Prinzip zweigleisig arbeiten an der Stelle. Wo wir im Moment noch ein bisschen dran arbeiten, ist letztendlich das Zusammenspiel mit dem Projektmanagement-Tool. Da sind noch ein paar Aufgaben zu lösen. Das ist auch jetzt ein klein wenig schwieriger als zum Beispiel in Kanban mit Tickets oder mit Infolog-Einträgen zu arbeiten. Sind wir dran? Ja. Ganz wichtig ist, Kanban integriert sich eben in eGroupware. Das, denke ich mal, habe ich ja gerade schon an mehreren Stellen ausgeführt. Ich habe also keine doppelte Pflege von Aufgaben, Tickets oder eben auch Benutzer. Oder ich habe auch keine Schnittstellen, die ich erst herstellen muss zu irgendwelchen anderen Systemen, zum Beispiel eben Ticketsystemen. Die Sachen, die ich in eGroupware schon drin habe, die habe ich auch in Kanban zur Verfügung. Und für Anwender, die eGroupware halt schon längere Zeit nutzen, man befindet sich halt in einer bekannten und gewohnten Umgebung an der Stelle. Hatte ich schon gesagt, durch die Integration werden eben Objekte aus praktisch allen Modulen übernommen. Ich habe mir zum Beispiel selber ein Board gemacht, wo ich hinten eine Spalte gemacht habe, für eine Thematik, da sind zwei Kontakte drin, die ich für diese Thematik brauche und zum Beispiel ein Ordner im Dateimanager, wo ich Ordner für diese Thematik habe. Man kann also so eine Art Stammdatenspalte sich zum Beispiel auch reinmachen.
Das Einfügen von Karten in dem Board selber habe ich jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich kann in dem Objekt selber, also in dem Infolog zum Beispiel, die Verknüpfung wählen, indem ich einfach dort eine Verknüpfung neu anlege auf ein Board. Ich kann über das Kontextmenü von einem Objekt, da finden wir in Zukunft also mit Kanban auch, dass man das dort direkt einem Kanban-Board hinzufügen kann. Das Ganze per Drag and Drop, das zeigt die Birgit sicherlich nachher auch nochmal. Ich bin mir auch sicher, dass die meisten das unter Umständen gar nicht kennen, dass man zum Beispiel einen Infolog-Eintrag mit der Maus packen kann im Infolog-Modul. Nimmt das mit der Maus, wählt oben den Kartenreiter Kanban und schmeißt das dort unten in eine Spalte rein. Das geht eigentlich in allen Modulen. Ich denke, die meisten werden es nicht wissen. Das ist eine Sache, wo ich ganz, ganz schnell einzelne Objekte, auch mehrere Objekte gleichzeitig, wenn ich mehrere markiert habe, dort reinbewegen kann. Oder im Board selber, rechte Maustaste, neues Objekt. Da kann ich neu anlegen oder eben was Bestehendes verknüpfen. Da habe ich mehrere Möglichkeiten. Die Objekte, die in dem Board selber als Karte repräsentiert sind, da klicke ich drauf und dann öffnet sich eben das Objekt, so wie das aus den Modulen auch bekannt ist. Öffne ich also einen Infolog-Eintrag, geht eben das Infolog-Fenster auf und man kann da drin ganz wie gewohnt arbeiten. Man spricht bei den Kanban-Karten normalerweise auch von zwei Seiten. Das eine sehen wir vorne in dem Board selber, da steht eben nicht viel drauf. Da steht eine Priorität drauf, was für ein Objekt das ist, ein Titel und vielleicht ein Aufgabenträger. Das ist so die Vorderseite der Karte. Und die Rückseite der Karte, da stehen letztendlich die Details drauf. Und das findet eben bei uns statt, indem man draufklickt und das Objekt öffnet sich und wir haben die gewohnte Maske, sage ich mal, von diesem Objekt. Nochmal zur Veranschaulichung. Ich kann in dem Kanban-Modul selber eben auswählen, welche Anwendungen erlaubt sind. Das sieht man in dem Screenshot links so ein bisschen. Und ich habe da mal ein paar Pfeilchen dran gemacht aus den verschiedenen Modulen und gerade Ticketsystem und Infolog habe ich mal fett gemacht, weil das eigentlich so prädestiniert die Hauptanwendungen sind, wo letztendlich Objekte nach Kanban kommen. Aber wie gesagt, man kann auch alle möglichen anderen Dinge da reinziehen. Ich habe auch jetzt noch ein paar Sachen weggelassen. Nochmal kurz zu den Automatisierungen, die ich angesprochen habe, diese Überwachung. Wie gesagt, wir haben da zwei Möglichkeiten. Das eine ist, es findet in dem System im Hintergrund ständig eine Überwachung statt, ob Objekte in den Anwendungen, ob damit etwas passiert ist oder neu reingekommen sind. Und auf Basis eines Regelwerkes kann ich dann sagen, okay, wenn ein Objekt diese Bedingungen erfüllt, dann wird das automatisiert in das Board hinzugefügt. Also zum Beispiel so als Beispiel, ich verwende das Ticketsystem, ich habe eine Queue, wo zum Beispiel per E-Mail von Kunden, intern, extern, was auch immer, E-Mails reinkommen und ein Ticket auslösen. Jetzt kann ich ein Kanban-Board zum Beispiel für ein bestimmtes Support-Team so konfigurieren, dass es automatisch diese Queue überwacht und unter bestimmten Bedingungen eben zum Beispiel dieses Ticket sofort in das Kanban-Board übernimmt, in die Spalte vorne zum Beispiel neu. Ja, das heißt also, da schickt ein Kunde einen Support-Fall, dann landet das direkt in der Spalte und habe ich einen großen Monitor an der Wand hängen, dann sieht man es auch sofort. Kurzer Screenshot dazu, es gibt hier einen Knopf zum Editieren, überwacht die Einträge und fügt sie dem Board hinzu, wenn. Ja, und wenn man da drauf klickt, dann geht ein Fenster auf mit einem etwas größeren Regelwerk. Das hat dann auch wieder Kartenreiter, eben diese Kartenreiter, die ich oben als erlaubte Anwendung hinzugefügt habe. Und da hinterlege ich letztendlich das Regelwerk. Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden, dann wird diesem Board eben dieser Eintrag hinzugefügt. Da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen, ein bisschen ausprobieren, ein bisschen feintunen, mit der Zeit das Ganze entwickeln, aber das kann ziemlich mächtig werden. Der zweite Punkt war Objekte, die schon im Board sind und dadurch, dass sie zum Beispiel im Board verschoben werden auf eine Spalte, dass dann eben automatisiert Änderungen vorgenommen werden. Da habe ich als Beispiel hier, wenn zum Beispiel
ein Infolog-Eintrag von der Spalte Neu nach in Arbeit verschoben wird von irgendjemand, dann könnte man an der Stelle zum Beispiel diesen jemand, der die Karte verschoben hat, als Aufgabenträger nehmen, weil der hat sich letztendlich diese Karte, diese Aufgabe genommen und hat gesagt, okay, ich übernehme die Aufgabe, ich mache das jetzt, schiebe das da rein und dann geht das System hin und trägt ihn als Aufgabenträger ein. Das muss der nicht in dem Infolog manuell machen. Oh, das ist ein zu weit. Nochmal kurz das Screenshot dazu. Das ist dann unten dieser Editier-Button letztendlich in den einzelnen Spalten. Und dort kann ich eben mit dem Regelwerk, da gibt es globale Regeln, aber eben für Infolog und Verfolgungssystem jetzt in dem Beispiel nochmal die Bedingungen kann man dort eintragen und was dann damit passiert. Unter anderem auch unten sieht man Lösche vom Board. Also ich sag mal, ich kann durchaus Sachen in die eine Spalte reinschmeißen und dann werden die Sachen aus dem Board herausgelöscht, weil sie einfach da nicht mehr wichtig sind, weil sie erledigt sind. Ist ein ganz netter Effekt. Ich denke, Birgit zeigt das nachher noch, wie das Ding unten rausfällt. Also auch bereinigen kann man so ein Board eben automatisiert. Ja, Einsatzmöglichkeiten. Ich habe es ganz zu Anfang gesagt. Ich denke mal, wir haben jetzt so einiges gesehen, was das Board kann oder wozu überhaupt ein Kanban-Board da ist. Ich glaube, da kann man seine Fantasie mal ein bisschen spielen lassen und ich sag mal, in seinem eigenen Umfeld, in seinem Unternehmen mal die Prozesse sich anschauen. Was habe ich schon in eGroupware? Was kann ich da reinmachen? Was kann ich damit automatisieren oder Teams als Planungsinstrument an die Hand geben? Ich kann durchaus auch in kleinen Teams zum Beispiel eben Personaleinsatzplanung damit machen. Wir haben im Kundenkreis jetzt Unternehmen, die kann, das Kanban-Modul bereits einsetzen, beziehungsweise im Moment, ich sag mal, das Ganze aufsetzen und schauen, wie sie das umsetzen. Weil, ich sag mal, das ist auch nicht mal eben gemacht, gerade mit den Automatismen und mit den Statuts, die man setzen kann. Da gibt es viele Eigenarten, die man da machen kann. Die kann man schon einsetzen, die wissen, wovon ich da spreche und dass man da einfach, ich sag mal, viele Dinge nicht mal einfach so elektronisch umsetzen kann. Da muss man sich drum kümmern und ja, vielleicht müssen wir bei eGroupware auch was programmieren dafür. Ein Kunde hat uns freundlicherweise sein physisches Board mal zur Verfügung gestellt hier. Da trifft man sich zu Besprechungen, im Zweifelsfall auch mit einer Kamera und andere gucken per Videocall zu, aber man sieht hier eine ganze Menge Karten dran, die haben verschiedene Farben, dann haben sie Button, die verschiedene Dinge bedeuten, die dann auf den Karten abgelegt werden. Ich sag mal, das umzusetzen jetzt in ein elektronisches Board, das ist schon eine gewisse Aufgabenstellung. Ja? Man sieht auch, das sind relativ viel, aber ich sag mal, wir freuen uns über solche Aufgabenstellungen und wir lernen da auch dran. Wir haben dort Anforderungen, die wir teilweise auch schon umsetzen. Ich dachte mal, das ist eine spannende Geschichte. Ja, das Interessante dabei ist, der Kunde, das, was da jetzt an Karten dranhängt, sind alles eGroupware-Tickets. Also sprich, der nutzt das Ticketsystem schon und ist jetzt halt dabei zu schauen, inwiefern er das, was er an Ausdruck auf seinen Board setzt, also die nutzen Kanban seit vielen Jahren so schon, wie er das dann jetzt in dem elektronischen Kanban-Board auch unterbringen kann. Und das, denke ich, ist ein ganz spannender Fall, weil natürlich die Prozesse vielleicht auch nicht ganz identisch sind zwischen dem, was ich an der Tafel frei herumschieben kann und dem, wie ich es in der eGroupware abbilde. Aber ich denke, da werden wir natürlich auch eine gute Lösung finden im Dialog mit dem Kunden und schauen, wie man das natürlich am besten dann auch auf einem elektronischen Board unterbringen kann. Wobei ich das schon eine ganz ordentliche Hausnummer finde. Ich habe ja vorhin auch gesagt, ein Monitor hat auch begrenzte Größe. Ja? Also wenn man sich mal vorstellt, wenn man das noch lesbar auf dem elektronischen Monitor an der Wand bringen will, wird teuer. Aber schauen wir mal. Ich sag mal, da muss man halt ein bisschen in die Trickkiste greifen. Und aber ich sag mal, das Automatisieren, das Kennzeichnen. Ich glaube, es geht ja nicht nur darum, das jetzt elektronisch umzusetzen. Einfach nur elektronisch umzusetzen, sondern das Ganze soll ja auch einen Mehrwert haben. Also zum einen, die haben verteilte Standorte, Leute, die im Homeoffice sind, ich sag mal, die besser daran teilnehmen zu lassen und zwar ständig und live. Das ist einmal Sinn und Zweck, denke ich mal, der Sache. Und ich sag mal, auch hinten raus, ich sag mal so diese kaufmännischen Sachen, die man dann lostritt und so weiter. Ich denke, da kann man auch noch deutlich Mehrwert
rausziehen, weil einfach nur elektronisch umsetzen, das sind nur Schmerzen, und wenn es einem nicht mehr bringt, kann man auch mit der Zettel, mit dem Zettel an der Tafel weitermachen. Ich denke, da muss Mehrwert rein, und ich glaube, das lässt sich auch hier realisieren. In kleineren Aufstellungen oder Anforderungen selber kann man sowieso ganz schnell auch positives Gewinnen daran. Ja, Kanban nach 21.1. Wir wollen natürlich jetzt mit der 21.1 einen Stand veröffentlichen, und ich denke, das ist schon ein Stand, mit dem man, kann man richtig gut arbeiten, kann man viele, viele Dinge umsetzen, aber wir wollen danach natürlich auch noch weitermachen. Birgit sprach ja vorhin auch noch mal kurz davon, wie wir ein bisschen Platz schaffen. Die Idee ist einfach, Spalten und Schwimmbahnen, ich sag mal, mit so kleinen Button ein- und ausklappen zu können. Da denke ich durchaus auch an mobile Geräte, die vielleicht nicht so viel Platz haben, dass man sich Spalten und Schwimmbahnen dann ein- und ausklappen kann. Ich sehe da auch noch einen Optimierungsbedarf auf Touchboards. Das heißt, wenn ich so eine Tafel an der Wand habe, habe ich in Zukunft sicherlich ein Touchboard. Und da müssen wir mal schauen, das ein oder andere aufmachen, bedienen, wie wir das auf einem interaktiven Board auch gut zum Laufen bekommen. Ja. Also ich sage mal, eine Karte von der einen Spalte in die nächste zu schieben, das ist überhaupt kein Problem. Das habe ich ausprobiert auf so einem Touchscreen. Aber ich sage mal, wir wollen ja durchaus noch ein klein wenig mehr machen an der Stelle. Ganz wichtig, wir entwickeln ja schon immer entlang der Kundenanforderungen. Das heißt also, wenn hier aus unserer Kundschaft Ideen und Anforderungen sind, schauen wir uns immer an, gucken, was man machen kann, ob man es machen kann. Manche Sachen sind schnell gemacht, manche halt größer. Deswegen mein Aufruf an Sie, wenn Sie das einsetzen und sehen irgendwo, ha, aber das bräuchte ich oder das würde dann bei uns nicht funktionieren, da kommen Sie doch einfach auf uns zu und wir schauen mal, was wir tun können. Aber ganz wichtig, erstmal Kanban einsetzen, umsetzen, sich damit beschäftigen. Deswegen habe ich hier hingeschrieben in Klammern, nach einer Eingewöhnung. Also bitte nicht sofort auf uns zustürmen, sondern erstmal das Ganze auch ausprobieren, sacken lassen, sich daran gewöhnen, überlegen, was kann das jetzt schon, kann ich meine Sachen umsetzen. Aber wir haben immer ein offenes Ohr für Anforderungen und sind immer froh, wenn dann Feedback kommt, damit wir das Board noch besser machen können. Es gibt noch einige Informationsquellen. Das ist erstmal auf der eGroupware-Webseite, haben wir auch Kanban integriert. Da stehen auch wirklich noch eine ganze Menge Informationen. Da das auch ein EPL-Modul ist, unser Support-Center ist natürlich auch dafür eine gute Adresse, wenn es ein Problem gibt oder noch einen Fehler oder sonstige Anfragen. Unser Forum natürlich immer. Ich habe da aber keine Kanban-Kategorie eingefügt, weil eben das ein EPL-Modul ist erstmal. Trotzdem, Feedback geht auch dort. Und dann habe ich noch zwei freie Seiten angefügt, die für die Leute, die Kanban noch nicht kannten und jetzt vielleicht noch mehr wissen möchten. Das sind so zwei Links. Der obere, da geht es ein bisschen ins Eingemachte von unserem Partner Ionos. Der zweite unten in der Karrierebibel Kanban, finde ich ganz gut erklärt, sehr gut lesbar. Kann ich nur empfehlen, die beiden Dinge mal durchzugehen. Vielleicht erst den zweiten, um noch mehr über Kanban zu lesen. Es gibt natürlich eine Menge Literatur, Bücher darüber, weil das eigentlich, ich sag mal, in bestimmten Branchen eigentlich ein Riesenthema ist. Also wer da weiter rein will, gibt eine Menge Stellen, wo man sich informieren kann. Das Modul, wenn wir es jetzt mit der 21.1 veröffentlichen, ist grundsätzlich sowieso schon mal in Englisch verfügbar, und die deutsche Übersetzung, da machen wir noch ein bisschen Feinschliff dran, die ist praktisch auch fertig. Wenn jetzt hier Anwender sind, die auch noch andere Sprachen benötigen, am besten Feedback an mich. Wir brauchen da ein bisschen Unterstützung. Ich kann zwar einiges, sage ich mal, mit DeepL oder sonst was übersetzen, aber Kanban zum Beispiel hat ja auch bestimmte Begrifflichkeiten, und da muss man ein klein wenig Rücksicht drauf nehmen. Also wenn da jemand noch Sprachen hat oder kann oder will, gerne Info an mich. Ich verwalte das mit den Community-Übersetzern und ja, würde ich mich freuen über Kontakt. Super, vielen Dank, Stefan, für den Vortrag. Aber ich denke, jetzt wollen wir doch mal wirklich reinschauen, wie sieht das Ganze in der Praxis aus, oder? Birgit hat da, glaube ich, schon was vorbereitet, die uns mal genau zeigt, wie sieht das Board jetzt aus. Und es ist ja die Visualisierung, ist ja das Hauptthema der Aufgaben und der Anwendungsfälle. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das im Detail mal genau anschauen.
Ja, erstmal vielen Dank, Stefan, für die tolle Beschreibung. Wie ja auch schon unsere Teilnehmer festgestellt haben, dass da wirklich sehr viel Information drin war. Und jetzt schauen wir es uns ein bisschen in live an. Das hier ist jetzt im Prinzip die Umsetzung dessen, was Stefan eben schon als Screenshot gezeigt hat. Im Prinzip mal davon ausgehend, ich habe ein Support-Team und es kommen da einfach jeden Tag entsprechend Support-Fälle rein, die entweder automatisiert über eine Mail-Annahme von dem Kunden eingeliefert werden oder aber auch der einfach als Ticket erstellt und dann entsprechend auftaucht in meiner Queue neue Support-Fälle, die oben reinkommen und ich habe wahrscheinlich auch gewisse Dinge, die jeden Tag, jede Woche sowieso zu erledigen sind und ich deswegen sie einfach als regelmäßigen Support parke und meine Support-Mitarbeiter können sich dann den Support-Fall greifen, je nachdem, wie sie halt verfügbar sind, wer an dem Tag Dienst hat und entsprechend Zeit hat, sich drum zu kümmern. Ich mache jetzt einfach mal so ein kleines bisschen Magic, sprich, ich würde einfach mal hier sagen, ich bin jetzt hier als ein anderer Mitarbeiter drin in einem zweiten Screen und der nimmt sich jetzt einfach den und zieht den dahin. Und wir sehen, auf der anderen Seite hat sich das jetzt direkt auch mitbewegt und derjenige ist hier in die Delegation gekommen. Wie sieht das jetzt von der Definition her aus? Das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Das heißt, ich klappe hier mein Board bearbeiten mal auf. Und wir sehen jetzt, dass an der Stelle einfach definiert ist, dass wenn jemand die Karte an sich zieht, nämlich aus der Queue oder aus dem Pool der Supportfälle, dann wird er einfach da hinzugefügt. Ich könnte das jetzt auch, wenn ich jetzt sage, ich habe hier feste Mitarbeiter, dann könnte ich natürlich an der Stelle auch sagen, ich habe in einer bestimmten Spalte einen festen Mitarbeiter und dann kann ich auch definieren, dass der es einfach zugewiesen wird an was Bestimmtes oder ich habe in meinen Spalten jetzt eher, ich sage jetzt mal, verschiedene Kategorien von Supportfällen drin, für die unterschiedliche Personen zuständig sind, dann könnte ich das natürlich auch an der Stelle abbilden, dass ich es einfach sage, ich habe hier verschiedene Spalten, in die das dann entsprechend reingeschoben und dadurch dann auch zugewiesen wird. Also da habe ich einfach viele Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite habe ich hier in dem Überwachen definiert, an der Stelle, wenn etwas in der Queue Support Center drin ist, den Status offen hat und die Priorität Medium, das kann man natürlich jetzt auch definieren, wie man will, an der Stelle, dann soll das entsprechend automatisiert in mein Board vorne eingefügt werden. Und wenn wir uns das jetzt hier so anschauen, also angenommen, ich mache jetzt hier einfach ein neues Ticket auf. In der Queue, was weiß ich, Test, Support Center, Hardware, das Ganze ist hier, hat mittlere Priorität. Ich tippe da irgendwas rein und macht es dazu und dann taucht es einfach auf meinem Board auf. Das heißt, genauso wird es jetzt natürlich auch funktionieren, wenn ich an der Stelle etwas habe, was über eine Mailannahme reinkommt. Und dann kann ich, wenn ich will, für diejenigen, die ja jetzt aktiv an dem Support zuständig sind, die können einfach hier alles ihr Zeugs abarbeiten, schieben es auf in Bearbeitung. Wenn sie auf irgendwas warten, schieben sie es entsprechend weiter. Und wenn es am Ende erledigt ist, schieben sie es hier rüber. Ob da noch ein Kommentar hinzukommt oder nicht, hängt natürlich einfach von dem ab, wie ich es in meinem Board definiert habe oder wie ich auch von der Arbeitsweise definiert habe. Weil natürlich kann ich genauso gut hier draufklicken und kann an der Stelle jetzt noch einen Kommentar hinzufügen und was reinschreiben. Was man sieht, ist jetzt definiert, ist es schon einfach über das Verschieben, war es automatisch auf geschlossen gestellt worden. Wenn ich das so gerade so sehe, ja, natürlich. Nur mal reinfragen, das ist ja eigentlich perfekt, wenn man die ganzen Sales- oder Verkaufsprozesse sieht, dass man einfach sieht, zum Beispiel jetzt mal für den anderen Fall, jetzt nicht für den Support-Fall, aber für den Fall, dass ich jetzt hier sage, da gibt es neue Anfragen im Verkauf, möchte das Produkt haben, ach, da kommt es ja schon fast wieder rein. Also eigentlich
Genau, sehr, sehr interessant. Neue Anfrage kommt raus, ein Angebot muss verschickt werden, vielleicht nochmal Wiedervorlage nachgehört werden, dann wird es nachher zum Auftrag oder beziehungsweise vielleicht für einen Key Account Manager, wie das Neudeutsch so schön heißt, der im Prinzip seine 10, 20 Top-Kunden überwacht und da im Prinzip immer weiß, wenn es da Probleme, wenn es Schwierigkeiten gibt, was zu tun ist, wann es Termine gibt, ist eigentlich auch eine ideale Möglichkeit. Genau, also auch dafür kann ich es einfach einsetzen und kann mir da entweder, wie du jetzt eben schon gesagt hast, einfach sagen, meine Spalte, mein Pool wird hier einfach gefüllt mit Einträgen aus einem bestimmten Adressbuch heraus und dann kann ich sie entsprechend dahin verschieben. Ich definiere auf meinem Board, ob ich da halt nur meinen Kontakt sehen will oder ob ich auch Aufgaben dazu sehen will oder Dokumente oder was auch immer. Und dann kann ich hier drauf agieren. Wenn ich mir jetzt so einen Fall vornehme im Prinzip, kann ich den natürlich entsprechend auf meine, in meinen Bereich schicken und sagen, ja, den habe ich kontaktet. Ich klicke den an, meine CRM-Ansicht öffnet. Ich rufe den vielleicht auch noch direkt an, indem ich auf seine Telefonnummer klicke oder ich schreibe dem eine E-Mail, indem ich auf seine E-Mail-Adresse klicke und dokumentiere es dann hinterher wieder im Infolog oder schreibe einfach so nur ein Infolog, weil ich ihn angerufen habe, schreibe da meinen Kontaktlog für meinen Sales. Also das kann ich alles so definieren, wie ich es haben möchte und mich dann da drin entsprechend fortbewegen. Natürlich bedeutet es immer, ich muss mich innerhalb von dem Team oder mit den Personen, mit denen ich auf so einem Board arbeite, auch die Prozesse abstimmen. Das ist ein ganz großer Punkt von dem Kanban, dass es nicht darauf hinausläuft, dass man bekommt irgendwas von oben aufdiktiert, sondern es geht viel auch um Abstimmungen, um Prozesse. Darum regelmäßig auch die ganzen Sachen wieder zu beleuchten und zu schauen, wo passt noch irgendwas in unserem Prozess, in unserem Board noch nicht, um das Ganze so abzustimmen, dass es entsprechend funktioniert. Aber angenommen, ich sage jetzt mal, der hier ist Kontakt, es ist nichts draus geworden, dann schmeiße ich es auf meinen Alumni und man hat jetzt so schön die Animation gesehen, wie die Dinge einfach verschwinden. Und da kann man natürlich auch nochmal schauen, was ist da definiert auf unserem Board. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Board bearbeiten wiederum drauf und sehe jetzt hier, bei Alumni ist zum einen definiert, dass das Ganze, die Karte jetzt verschoben wird in das Adressbuch Alumni. Das heißt, ich habe aus einem Adressbuch Anfragen, sehen wir gleich, kommen die Anfragen auf meinen Neukundenvertriebsprozess rein und werden abgearbeitet. Und wenn nichts draus wird, kommt das Ganze in ein Alumni-Adressbuch und wird vom Board entsprechend entfernt. Das ist das, was hier definiert ist. Und auf der anderen Seite wird das Ganze zum Kunden. Dann habe ich hier definiert, dass das Ganze dann entsprechend in unser Adressbuch der Kunden reinkommt. Auf dem Ganzen habe ich wieder, weil wir sind ja hier in dem EPL-Bereich, entsprechende Policies hinterlegt, die dann sagen, wie lange ein Kontakt in so einem Adressbuch Kunden aufgehoben wird, an dem nichts passiert, oder wie lang etwas in so einem Alumni-Adressbuch auch aufgehoben wird, um so Datenschutzgrundverordnung nachzugeben, dass ich nach bestimmten Zeiten solche Sachen automatisiert auch wieder rauslöschen kann. Das sind alles Dinge, wo wir hier einfach Prozesse automatisieren können und hinzufügen können. Und hier haben wir das Überwachen, wenn man das sieht. Also hier in dem Überwachen haben wir drin, wie kommen neue Sachen rein. Neue Sachen kommen einfach darüber rein, dass die in dem Adressbuch Anfragen eingefügt werden, dann tauchen die entsprechend dort auf. Das heißt, ich kann jetzt an der Stelle, wenn wir uns das mal vom Adressbuch her anschauen, einfach sagen, wer ist denn jetzt in meinem Adressbuch Anfragen drin? Ah, guck mal da. A-Kunden, so viele haben wir da nicht im Anfragen-Adressbuch. Da habe ich jetzt eine ganze Menge drin. Und wenn ich jetzt mein Board abgearbeitet habe, alle Sachen leer sind, dann kann ich jetzt natürlich hingehen und kann sagen, ich habe hier irgendwo einen Pool von Anfragen und dann nehme ich da einfach mal die drei und sage jetzt, die hier, entweder könnte ich jetzt sagen, naja, die möchte ich hier auf mein Kanban-Board entsprechend
auf das eine oder andere, was erlaubt ist für Adressen, verschieben. Oder jetzt hier, ich schiebe die einfach rüber in mein Adressbuch der Anfragen. Dann wird das verarbeitet. Die wandern hier raus. Die wandern in das andere rein und wandern dann aber wiederum auch über den Automatismus auf mein Kanban-Board. Das heißt, das hier sind jetzt meine Kontakte, die ich eben einfach nur aus dem einen Adressbuch ins andere verschoben habe und sorge so wieder für Nachschub für die Personen, die halt auf diesem Neukundenboard arbeiten. Das heißt, ich kann das sowohl für Adressen machen, als auch für Infologs, als auch für bestimmte Tickets. Das heißt, da habe ich keine Grenzen in E-Gruppe, was ich quasi als Futter im Prinzip für das Kanban-Board dort reingebe, entweder manuell oder über den Automatismus. Genau, also ich würde jetzt mal sagen, die größte Grenze ist, man sollte nie zu viel auf einmal reinmachen, weil das ist das, was Stefan am Anfang gesagt hat. Ich glaube, wir alle kennen das, wenn ich 250 Sachen vor mir habe, für die ich alle zuständig bin, am Ende muss irgendwas hinten runterfallen. Es kann einfach nicht funktionieren. Dementsprechend muss ich an der Stelle einfach sagen, das Ganze funktioniert nur, wenn ich die Sachen irgendwie so begrenze, dass da nicht so viel drin liegt, dass die Leute auch eine Chance haben, das Zeugs abzuarbeiten und nur dann Neues reinzufüttern, wenn wieder entsprechend was frei ist. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass hier noch an der Stelle die Frage ist, ob der Bildschirm immer gleichmäßig verteilt wird. Momentan ja. Also das ist das, was wir implementiert haben, dass eine Gleichverteilung ist. Wie gesagt, die Idee ist, dass ich jetzt später auch einfach sagen kann, hier du einklappen, dann wird meine Schwimmbahn oder meine Spalte kann auch weggeklappt werden, sodass ich dann für die anderen Sachen mehr Platz habe. Wir können mal schauen, wie schnell wir es umsetzen, ob es tatsächlich nach 21.1 kommt oder vielleicht auch doch schon schneller. Da bin ich noch so ein bisschen in der Entwicklung mit den Kollegen am Sprechen. Im Zweifelsfall können wir ja immer schauen, was geht da schon auch auf dem kurzen Dienstweg noch zu machen, weil ich die ersten Anfragen schon von Kunden habe, die das nutzen und das genau gebrauchen können. Da schauen wir einfach mal. Natürlich werden wir es immer nur so umsetzen und auch entsprechend freigeben, dass es die restliche Funktionalität an der Stelle nicht beeinträchtigt. Gleiches noch eine Frage auf. Ja. Ist es möglich, ein Dokument anzuhängen? War das jetzt die Frage bezogen, dass das Dokument nur ein Dokument in das Kanban-Board kommt oder an einem Infolog oder an einer Aufgabe? Stefan, ich habe es gerade schon umgesetzt. Ich habe mir erlaubt, in dem Board mal eben zu erlauben, Dokumente dran zu hängen aus dem Dateimanager. Und wenn du mal rechts oben guckst, unter Kunde steht da ein Dokument. Ah, perfekt. Genau. Und nachdem wir ja hier auch Collabora nutzen, würde das jetzt einfach hier entsprechend auch in unserem Online-Office geöffnet werden und ich kann dann direkt an diesem Dokument auch arbeiten. Mhm. Also das sind alles Dinge, die an der Stelle dann einfach automatisiert funktionieren und ich Sachen reinmachen kann. Falls die Frage sich darauf bezog, kann ich das jetzt auch auf einen Eintrag draufdroppen? Da muss ich gestehen, das müsste ich ausprobieren. Ich weiß es jetzt noch nicht. Da sind noch viele Dinge, die im Fluss sind, die auch einfach von den Anforderungen, wie Stefan gesagt hat, ich glaube, wir fangen jetzt gerade an, das Kanban-Board zu nutzen, aktiv zu nutzen. Ich glaube, es werden viele Ideen noch kommen, was sich in der Praxis, man sagt, das fehlt mir jetzt noch. So eine Kundenanfrage war, ich würde ganz gerne auf so ein Ding direkt meinen Stundenzettel buchen. Das ist gerade in der Arbeit, das wird auch kommen. Ich kann es nur heute noch nicht zeigen, weil wir dann in einen anderen Fehler reingelaufen sind. Den habe ich jetzt an die Entwicklung zurückgegeben. Also man sieht, wir sind da noch ganz aktiv am Arbeiten. Es ist aber auf der anderen Seite so, dass wir hier jetzt schon so vorhalten, dass wir im Hosting und auch das, was wir als Versionen veröffentlichen für 21.1 in den verschiedenen Paketen oder Release-Kandidaten, dass wir da auf einer stabilen Version für die Kunden sind, die es jetzt schon einsetzen. Sprich, wir testen immer erstmal im Trank, inwiefern die Sachen, die jetzt entsprechend noch in der Entwicklung sind, die das Arbeiten nicht beeinträchtigen und dann geben wir es frei. Also von daher, da werden noch viele Dinge kommen. Und wir freuen uns einfach, wie gesagt, auf die Entwicklung in dem ganzen Bereich, weil ich glaube, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was auch die Arbeit in eGroupware um viele Dinge leichter machen kann. Und sei es auch nur,
sowas wie mein persönliches Dashboard. Also wenn ich sehe, ich habe auch so viele Sachen, die eigentlich auf mich jeden Tag einprasseln. Und ich bin so weit, dass ich im Prinzip nur sagen kann, irgendwas fällt immer hinten runter. Aber ich kann mir natürlich die Dinge, die ich besonders im Auge behalten will, im Zweifelsfall einfach mal auf mein Board platzieren. Und dann gucke ich da drauf und wann immer ich Zeit habe oder Sachen, die besonders dringend sind, entsprechend in einer Spalte oder in einer Zeile platzieren, wo ich sage, damit fange ich halt einfach an, das liegt für mich morgen an, das gehe ich an und dann fällt es halt nicht hinten runter, nur weil irgendwas anderes lauter schreit an der Stelle. Vielleicht mal kurz eine Zwischenfrage nochmal. Wenn es Leute gibt, die sagen, sie würden gern anfangen wollen. Ich meine, es war jetzt sehr, sehr viel Input an der Stelle. Ich glaube, man muss es auch ein bisschen sitzen lassen und sich dann überlegen, okay, für welche Anwendungsbereiche macht es Sinn? Ich habe gesehen, man kann ein persönliches Kanban-Board machen, wo man seine eigenen Prozesse definiert. Aber wenn es jetzt wirklich darum dringt, okay, wie kann ich jetzt anfangen? Vielleicht auch nochmal an den Stefan. Wie sind so die ersten Schritte? Wie würde man am besten anfangen, um das Ganze ins Laufen zu bekommen? Was sind so die ersten Überlegungsschritte, um zu sagen, okay, ich habe jetzt bestimmte Prozesse in meinem Unternehmen. Wie kann ich hier am besten, ich sag mal, abstrahieren und dann in so ein Board reinbekommen? Was sind da so Tipps, die du vielleicht mitgeben kannst an die Zuhörer? Ja, ich sag mal, grundsätzlich sollte man sich erstmal überlegen, wie sieht sein Prozess oder mein Prozess aus. Ich meine, manche Unternehmen haben Prozesse definiert, weil sie zum Beispiel auch eine ISO-Zertifizierung oder eine IATF hat. Am besten, man visualisiert das Ganze auch mal mit einem kleinen Flowchart, wer wann, wie, wo, was macht. Und ich sag mal, anhand dessen kann man wunderbar ein Board dann nachbauen. Also ich würde erstmal auf der Tafel oder auf dem Blatt Papier zeichnen, wer macht wie, wo, wann, was bei mir und wie fließen die Informationen und wer macht was und wer macht danach etwas. Also ich sag mal, meinen Prozess einfach mal studieren und dann kann ich den eigentlich ziemlich schnell hier drin abbilden. Dann kann ich auch die Boards anlegen, ich kann die Spalten benennen und so weiter. Aber ich muss mich über meinen Prozess erstmal im Klaren sein. Also direkt hier drauf stürzen, jetzt nicht unbedingt erstmal über den Prozess Gedanken machen. Okay, ich denke, die Zeit ist auch schon sehr, sehr stark fortgeschritten. Ja, ich würde abschließend eigentlich nur noch eines sagen. Eine Voraussetzung ist, einfach bei uns melden und auf die 21.1 gehoben werden, weil natürlich in der 20.1 können wir es Kanban nicht zur Verfügung stellen. Wenn also jemand dabei ist, der bei uns in der Cloud die iGroupware nutzt oder auch in der Cloud es testen möchte, weil er mit der Eigensinstallation halt noch auf einer 20.1 ist und da auch vielleicht keine Testumgebung zur Verfügung hat, einfach bei uns melden, dann können wir entsprechend eine Testinstanz freischalten oder auch die Echtinstanz einfach auf 21.1 aktualisieren und dann kann man das entsprechend nutzen. Für eine On-Premise-Installation gibt es auch einen Container mittlerweile mit der 21.1. Genau, nur wer halt jetzt da nicht drauf wechseln möchte, kann es im Zweifelsfall natürlich auch bei uns. Aber für eine Testumgebung würde ich das dann empfehlen, also nicht unbedingt in echt. Ja. Gibt es denn sonst noch Fragen von den Teilnehmern, die vielleicht jetzt noch, die sie jetzt noch haben, die auf der Seele brennen? Da können wir vielleicht noch ein paar Minuten auf Fragen eingehen. Und dann würde ich sagen, sollten wir uns verabschieden und vielleicht noch einen kleinen Ausblick auf das nächste Webinar geben. Das hat die Birgit am Anfang ja schon gesagt, das wird in einer Woche sein, zu dem Thema Small Part. Es ist nicht ganz eine Woche, es sind nur noch 5 Tage am Dienstag. Oh. Ja, es ist nächste Woche sozusagen. Genau. Ja. Ja, was wir vielleicht auch noch sagen kann, natürlich werden wir dieses Webinar, es wurde aufgezeichnet, wir werden das Webinar auch wieder entsprechend veröffentlichen und wir werden auch die Folien vom Stefan über die Webseite zur Verfügung stellen, sodass man sich die auch einfach nochmal in Ruhe runterladen, durchlesen kann oder auch das Webinar im Nachgang sich einfach nochmal anschauen kann. Vielleicht kannst du mal ganz kurz, Birgit, auf die Webseite gehen, nochmal ganz kurz einen kleinen Ausblick auf die neue Webseite geben, den Leuten ganz kurz vielleicht noch erklären, wo sie dann die Aufzeichnung finden. Also sie werden es über den Newsletter auf jeden Fall auch rausschicken an sie, dass sie das sehen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu dem neuen Aufbau der Webseite, wer es noch nicht gesehen hat. Nur ganz kurz, sie ist in mehreren Sprachen verfügbar, jetzt seit Neuestem. Aber ganz kurze Information. Unter News finden Sie verschiedene Kategorien und dort finden Sie auch die Tutorials und auch die einzelnen Aufzeichnungen. Und
genau, da sehen wir im Prinzip hier, wo die Tutorials stehen, wo die Webinaraufzeichnungen sehen. Da können Sie sich im Prinzip immer auch informieren. Da werden auch Ankündigungen dann auch von uns stattfinden, wo Sie das sehen. Zum anderen gibt es den Bereich Funktionen. Dort sehen Sie auch den Bereich mit den Kanban-Boards und allen anderen Modulen, die noch ein bisschen ausführlicher mittlerweile dort erklärt und dokumentiert sind. Und das ist jetzt kurz ein Ausblick auf die Webseite an der Stelle. Da haben noch eine Frage. Ich glaube, der Stefan hat das schon beantwortet. Kann man auch suchen? Ich sage jetzt mal, indirekt könnte man es jetzt vielleicht schon. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Aufgaben da drin habe, kann ich natürlich in meinem Infolog selber auch an der Stelle zum Beispiel sagen, angenommen, ich gehe jetzt mal hier stattdessen in meinen Support, oder im Support Center hat es nicht. Infolog hat es ja sehr einfach drin. Ich kann jetzt natürlich hier auch sagen, zeig mir doch mal alles an, was mit meinem Kanban-Board entsprechend verbunden ist. Und dann sehe ich die Einträge, die da auf meinem Kanban-Board zugeordnet sind. Das heißt, ein bisschen indirekt haben wir es schon, aber natürlich ist das ein Aspekt, wo man einfach mal schauen kann, dass man auch auf dem Board selber solche Sachen ermöglicht. Natürlich muss man mal gucken, wie man es umsetzt. Das andere sind halt Dinge, die die E-Group da ja sowieso schon kann, weil das ist eine Verknüpfung, es ist ein Link, in Links kann ich suchen. Also kann ich da schon Sachen machen. Sehr gut. Also ich sehe, es kommen keine neuen Fragen mehr rein. Das nächste Webinar ist am nächste Woche Dienstag zum Thema Smallport. Ich denke, wir werden noch mal ein letztes Webinar dann noch mal machen, dann quasi in circa 2 Wochen, je nachdem, wie der Stand ist. Dann zu dem allgemeinen Thema, was ist da neu in der 20.1? Noch mal ein bisschen allgemein geschaut, was sind die neuen Funktionalitäten, was hat sich getan, wie ist auch der zeitliche Ablauf für die neue Version, wann kommt sie raus? Und wie können Sie davon profitieren? Was sind einfach die neuen Funktionalitäten? Das war jetzt quasi so ein Schwerpunktwebinar zum Thema Kanban. Und ich würde sagen, und ich wünsche allen, wenn keine Fragen mehr kommen oder keiner eine Anmerkung hat, noch einen schönen Nachmittag. Und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind bei unserem nächsten Webinar. Ich habe dann auch mal meinen Dark Mode eingeschaltet, um noch so ein bisschen Feature von der 21.1 zu zeigen, als kleiner Ausblick, was dann ich im Zweifelsfall auch, wenn ich mehr die dunkle Darstellung mag, dann kann ich einfach an der Stelle auch auf Dark Mode umwechseln und ich freue mich einfach auf die weiteren Feedbacks und den Austausch mit allen. Und wenn Sie noch Fragen haben, können Sie uns natürlich wie gewohnt einfach eine E-Mail schreiben an info@egroup.org oder ins Forum schreiben oder einfach kurz den Telefonhörer in die Hand nehmen und anrufen. Und wir können Sie dazu beraten, was die nächsten Schritte sind und die besten Möglichkeiten. Ich hoffe, es hat Ihnen alles gefallen soweit. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Nachmittag. Danke und tschüss. Ja, danke. Tschüss.